Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Part, ich glaube, 8 ist es inzwischen, von Die Legende der Vampire oder Die Legende eines Vampires, so habe ich es genannt. Manchmal komme ich noch mit dem Namen ganz durcheinander. Beim letzten Mal haben wir ja einen neuen Mitbewohner bekommen, den lieben Nox, der ja zu uns gezogen ist. Und am Ende des Parts ist der liebe Caleb hier aufgetaucht. Und wir. Oder wir unterhalten uns erstmal, glaube ich, ein bisschen mit ihm. Wir reden einfach mal mit ihm und lernen ihn ein bisschen kennen, weil wir wissen gar nicht genau, was er gerade eigentlich von uns will. Und deswegen fragen wir nochmal nach seinem Tag. Machen ihm ein Kompliment über sein Outfit. Beschreiben ihm unsere neueste Erfindung. Reden über die alten Vampire, und zwar fragen wir ihn, was er jetzt eigentlich gerade hier macht und wie wir ihm helfen können. Und dann sagt er halt so: Ich bin hierher gekommen, um dich zu warnen. Mit dem lieben Vladilaus, er ist ein gefährlicher Mensch. Und sich mit ihm anzulegen oder mit ihm etwas zu beginnen, ist ein gefährliches Unterfangen. Ich rate dir dringend davon ab, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Es könnte dich in gefährliche Gefahren bringen. Und sie sagt dann so: Aber warum? Er hat mir nichts getan. Und dann sagt Caleb: Du weißt gar nichts, Diara. Gar nichts. Weil er kennt eben oder kannte sie materialistisch, genieße ehrgeizig. Aha. Weil er kannte Diaras Eltern und er weiß, was da damals passiert ist. Und er ist hier, um sie zu warnen. Und sie sagt halt dann: Wie, was? Ich weiß gar nichts. Du weißt gar nichts. Du kommst hierher, ich kenne dich nicht mal und textest mich hier zu. Dass Vladilaus Traut ein böser Mensch ist und was weiß ich, aber ich. Woher willst du das wissen? Du tust hier, als wüsstest du alles, obwohl du es nicht weißt. Wir haben einen neuen Frosch bekommen, das war jetzt nicht der Plan, aber gut. Und es ärgert mich. Komm, ich zeig dir meine Kräfte. Vielleicht verstehst du dann, dass ich dir es nicht bös gesinnt bin. Ich will dir helfen. Ich weiß gar nicht mehr, was er für ein Vampir-Level hat. Darauf trainiert er mit ihr. Und Nox kommt wieder dazu und denkt sich so: Um Gottes Willen, in welche Sekte-Ding bin ich jetzt hier wieder reingeraten? Ja! Wir wurden befördert. Wir sind jetzt Obervampir. Sie wird jede Nacht stärker, er lernt neue Vampirkräfte. Jetzt wollen wir noch der ultimative Vampir. Ah, ne, das. Achso, das habe ich aber schon gelesen. Na gut, lese das halt nochmal. Großmeister der Vampire werden. Und weitere 20 Tage als Vampir überleben. Okay. Kriegen wir hin. Können wir ihn nochmal um Vampirtraining bitten? Ich glaube, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Vampir-Training. Wir reden nochmal über unsere Interessen mit ihm. Erzählen ihm noch eine dramatische Geschichte. Erzählen ihm die dramatische Lebensgeschichte. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich euch Vampiren vertrauen kann. Ich habe meine Familie verloren durch euch Vampire. Woher soll ich wissen, ob ihr in Wirklichkeit gut oder böse seid? Vielleicht bist du genauso schlimm. Vielleicht seid ihr beide schlimm. Vielleicht seid ihr beide aber auch nett. Diara, da ist ein Mensch neben uns. Ja, Nox ist mein bester Freund. Und er kann ruhig mitbekommen. Ich bitte ihn um einen DNA-Probe. Er kann ruhig mitbekommen, was ihr Vampire im Schilde führt. Okay, gut. Das war dumm.
Wir raten ihm mal, seinen Traumjob anzugehen. Und ich bin lang kein schwächliches Kind mehr. Ich kann gut auf mich selber aufpassen. Hast du gehört? Ja, ich sehe schon. Denkt er wahrscheinlich. Ja, ich sehe schon. Aber wir haben wieder 5 Punkte. Dann machen wir noch. Gehen wir noch einmal auf Stärke? Oder gehen wir noch einmal hier auf. Oder gehen wir mal auf Verführung? Weil theoretisch müssen wir jetzt keine Kämpfe mehr machen. Wir könnten jetzt auch auf Verführung gehen, dass wir ein bisschen Verführung machen. Warte mal, was haben wir hier? Werden am Abend stärker. Versetzen einen anderen Sim in Trance. Unwiderstehlicher. Versetzen andere Sims in einen Schlaf. Nee. Erhalten die Macht anderer Sims Lebenskraft zu entziehen. Oder die Lebenskraft ausgelaugter Sims wieder aufzufüllen. Erhöht durch Schlafen gewonnene Energie und Diara schläft fester. Nee. Ich glaube, wir geben jetzt einmal das hier. Und einmal nochmal, dass sie weniger Energie verbraucht. Jetzt haben wir hier schönes Schlaf der Wiederbeseelten. Kann nur in Särgen schlafen. Unruhiger Schlaf. Energiegewinnung während des Schlafes ist geringer. Schludriger Schlafer. Nee, das habe ich ja gesagt, möchte ich nicht. Ja, vielleicht ist noch von Schuldgefühlen geplagt beim Trinken oder Erlaubnis. Ja. Ja. Nur kann ich nicht mehr anklicken. Was macht er? Ah, duschen. Aha, er möchte. Es ist schon verdächtig, dass Caleb bei uns auftaucht. Und ja, naja, wie soll ich sagen? Und uns warnt vor Vladis Braut. Und jetzt sagt Vladilos, wir sollen noch zu ihm vorbeikommen. Ist doch schon ein wenig verdächtig, oder? Als würde er ahnen oder spüren, dass Caleb bei uns ist. Mm, ja, aber wir lassen Ding. Caleb bei Nox. Oh Gott, vielleicht tut Caleb Nox jetzt das Gedächtnis auslöschen. Oder ist er wirklich der gute Vampir? Wir gehen mal schnell hier rein. Hier hingehen. Schnell, schnell! Schnell, bevor einer von euch beiden verbrennt. Und dann reden wir mal mit ihm über Plasma-Arom. Können wir dann vorstellen? Nein, leider nicht. Wir können ihn ja mal um eine DNA-Probe fragen. Oh, wir haben wieder ein Merkmal bekommen. Kommen wir mal nochmal einen Vampirkampf. Wir sind eh stärker als er. Ah, machen es draußen. Oh, draußen ist scheiße. Nein, kommt wieder weg. Hierhin zusammen. Schnell, 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 schnell. Ich habe nicht bedacht, dass ihr da draußen einen Vampirkampf machen wollt. Komm, mach mal dein verführerisches Gesicht dann auch. Ich keine Ahnung, was das heißt, aber mach mal. Zeig dem Gastgeber danach noch Dankbarkeit. Er spielt Orgel. Das heißt, es wird er jetzt kokett oder so. Versuchen zu verführen. Wir haben natürlich im Hinterkopf.
Kopf, was uns Caleb gesagt hat, dass wir mit Fladelos aufpassen sollen. Aber wir sind jung, wir sind naiv und wir haben gerade noch ein Merkmal bekommen: Zusammenwachsen durch gute Zeit. Und ja, naiv und dumm. Und naja, wir beginnen halt jetzt womöglich ein klein bisschen mit ihm rumzuflirten. Und dann passiert, es kommt eins zum anderen. Im Hinterkopf haben wir natürlich, dass er der Böse sein soll. Aber vielleicht verführt auch er uns, nicht wir ihn. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Zauber, der um ihn herumgeht, der uns gerade dazu verleitet. Ich verstehe nicht, was das ist. Wir fragen ihn mal nach seinen romantischen Interessen. Skandalöse Frage stellen. Okay. Und dann gestehen wir, dass wir von ihm angezogen sind. Und er ist in der Erkundungsphase. Wir versuchen ihn zu küssen. Alles zu küssen. Wir knuddeln ihn. Wir fragen ihn nach seinen Trächtenmächte-Interessen. Und dann küssen wir ihn nochmal. Der geht voll auf uns ab. Und dann haben wir ein Techtelmechtel mit ihm. Der Dampf des Rauches, die Liebe. Sie zwingt uns dazu, Dinge zu machen, die wir eigentlich nicht wollen. Aber bleibt nichts anderes übrig, als mit ihm zu machen. Wir sind total kokett und in diesem koketten Rausch, ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber in diesem koketten Rausch, ja, gehen wir in sein Bett und schauen, was passiert. Haben ein kleines One-Night-Ständchen mit ihm. Es ist inzwischen seit Abend. Heißt, wir können inzwischen seit auch raus. Achso, wir müssen ja jetzt fragen, sonst haben wir ja Schuldgefühle, wenn wir nicht fragen, ob wir jemanden beißen dürfen. Hat er einen Computer? Der hat doch sicher einen Computer irgendwo in seinem Haus. Mit 50 Betten. Wobei. Vielleicht auch nicht. Nee, scheinbar hat er keins. Ich streiche immer noch seine Wange. Und dann machen wir noch ein Techtelmechtel im Sarg. Und danach wird uns klar, was wir eigentlich gerade treiben. Nach dem Techtelmechtel wird uns dann klar, was wir eigentlich gerade treiben. Wir flitzen dann aufs Bad und gehen uns einmal kalt abduschen, weil wir wieder versuchen, zu Verstand zu kommen. Weil wir gar nicht genau wissen. Ich meine, wir haben ja auch unser ganzes Leben praktisch auf der Flucht verbracht. Wir sind ja auch totale Anfänger, was so soziale Aktionen betrifft. Ja. Boom.
Und jetzt geht sie erstmal duschen, um einen klaren Verstand zu bekommen. Und ihr wird dann klar, was sie da eigentlich gerade gemacht hat, dass sie gerade einfach mit einem Mann, den sie kaum kennt, der von dem sie sogar vor kurzem erst gewarnt wurde, dass er ein skrupelloser Vampir ist, dass sie einfach mit dem, naja, Spaß gehabt hat. Und ja, sie ist damit noch maßlos überfordert, weil sie gar nicht genau weiß, was sie jetzt mit dieser Situation anfangen soll, wie sie damit umgehen soll. Und in ihrer Verzweiflung beschließt sie, das Haus zu verlassen, klammheimlich. Und geht zu Caleb, um ihn um Rat zu bitten. Sie sagt, es tut mir so leid, du hast mich gewarnt. Oh, das ist erstmal seine Schwester, dann stellen wir uns erstmal ihr vor. Hi, hallo, mein Name ist Diara. Ich habe heute Morgen deinen Bruder kennengelernt. Ist er zu Hause? Ich müsste ganz dringend mit ihm reden. Vielleicht, ja, vielleicht habe ich einen Fehler begangen. Ihr soll keine Stunden lang tratschen. Sie sagt, ja, mein Bruder ist da. Der sitzt im Wohnzimmer. Ich glaube, er spielt Schach. Das ist seine große Leidenschaft. Und wir laufen jetzt schnell zu ihm. Caleb, hi. Was machst du denn hier? Du hast recht gehabt, ich habe einen großen Fehler begangen. Und ich bin jetzt hier, weil ich deinen Rat brauche. Ich war bei Vladislaus Straut. Er hat mich angerufen, er hat mich in sein Anwesen gebracht. Du hast was? Naja, und hat mich. Naja, wir haben halt uns sehr gut verstanden. Und vielleicht hast du recht, vielleicht hat er versucht, mich zu manipulieren. Irgendwie, so ganz erinnere ich mich nicht mehr. Ich war wie in einem Wahn, als ich bei ihm war. Und ich weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Was passiert ist, ich verstehe es nicht. Und ich weiß jetzt einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und er hört ihr natürlich zu, weil er ein verständnisvoller, netter Vampir ist. Und versucht sie zu beruhigen. Ich kann dir nicht sagen, was in seinen Reihen Häusern passiert ist. Er ist ein Vampir, der seine Macht immer wieder missbraucht für falsche Sachen, für böse Sachen. Es tut mir aufrichtig leid, dass du solche Erfahrungen mit ihm hast machen müssen. Und er versucht sie halt zu trösten, ich weiß gar nicht mehr, indem er sie umarmt. Wo kann man denn jemanden umarmen? Ich finde es nicht. Naja, auf jeden Fall ist er für sie da. Er versucht sie zu beruhigen. Er versucht ihr zu sagen, mach dich nicht verrückt. Du musst nur einfach stärker werden. Stark genug werden, um ihn zu bekämpfen. Und dafür sagt er, gebe ich dir Kampftraining. Und er sagt, sagt ihr, komm, ich trainiere dich. Du musst stärker werden. Du darfst dich von ihm nicht belullen lassen. Du darfst dich nicht von ihm bezwingen lassen. Zeig mir, was du für Kräfte hast, indem du meiner Schwester ihre Gedanken liest. Sie ist ein Talent darin, ihre Gedanken zu verheimlichen, zu vertuschen. Wenn du es schaffst, ihre Merkmale zu entdecken, das zeigt mir, dass du eine große Vampirin bist, dass deine Chancen bestehen, dass du gegen Vladelaus gewinnen kannst. Oh, die beiden haben schon ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Machen ihm dann mal ein Kompliment. Wir sagen ihm, er sieht gut aus.
Nee. Wir zeigen ihm Dankbarkeit, dass wir kommen konnten und dass er uns so zugehört hat, machen ihm ein Kompliment von Herzen, dass er jetzt in dieser schwierigen Situation für uns da war. Wir reden ein bisschen noch über Plasma. Auch ein bisschen mit seiner Schwester noch. Grübeln ein bisschen mit der über das Vampir-Dasein. Sie ist doch auch ein Vampir, oder? Und ja, suchen uns ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen runterzukommen. Wir sind jetzt auch schon etwas entspannter, etwas beruhigter jetzt, wo wir mit Caleb geredet haben und er uns gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen, dass alles gut wird. Und wir uns einfach nur von Vladilos Traut fernhalten sollen. Während wir mit den beiden Geschwistern natürlich reden, vergeht die Zeit. Tag bricht an. Bald müssen wir wieder arbeiten gehen. Aber bis dahin verbringen wir noch eine schöne Zeit mit den Geschwistern. Zeigen auch ihr mal unsere Kräfte und reden mit ihr noch über unsere Interessen. Ge sagen ihr auch Danke, dass wir hier herkommen konnten, um einfach mal mit ein bisschen unsere Gedanken zu machen. Und Nox, der ja unser bester Freund ist, der ist natürlich zu Hause in heller Aufruhr, weil wir einfach gegangen sind und uns einfach die ganze Nacht nicht gemeldet haben. Ist ja natürlich auch in heller Sorge um uns. Und guck mal, gut, zu ihr haben wir noch nicht so ein gutes Verhältnis. Was jetzt passiert? Wir sind jetzt beide hier rausgeflogen. Gut, ich denke mal, damit wäre das Gespräch dann beendet. Können wir hier noch irgendwie Items oder so sammeln? Guck mal, hier ist jemand unterwegs. Ja. Okay, aha, den haben wir schon mal ausgesagt, glaube ich. Ach, hä? Ich kann keinen weiteren Vampir schaffen. Okay. Ahnung. Ist hier noch irgendwo jemanden? Sonst würde ich sagen, wir können ja mit ihr. Na, wir umwerben sie nicht. Können wir mit ihr einen freundschaftlichen Vampirkampf machen? Dann gehen wir sie noch fragen. Darf ich mit dir trainieren? Wenn ich ein stärkerer, besserer Vampir werde? Vielleicht macht sie danach auch nochmal. Sie könnte jetzt wieder dieses verführerische Gesicht machen, aber ich glaube jetzt gerade, dass das irgendwie, man könnte ja sagen, dass dieses verführerische Gesicht so von dem Fladlaus Strauß so eine Manipulation ist, dass sie dann so wie ein Trance ist und nicht mehr sich selber her. Gucken, ob wir sie auch besiegen können. Reden wir noch ein bisschen über Interesse mit ihr. Können wir sie auch fragen? Nein. Sie kann uns, wir können sie weder trainieren noch kann sie uns trainieren. Vielleicht sind wir auf dem gleichen Level. Aber wieso können wir den nicht trainieren? Den haben wir doch erzeugt. Der ist doch unmöglich vom Level her höher als wir. Ich kann ihn nicht mal anklicken.
Na doch, wir können ihm jetzt ein Vampirtraining anbieten, weil ihn hassen wir ja nicht so sehr wie den anderen. Hier, Tsubasa. Wir trainieren unseren eigenen Schützling. Geh mal zu dem. Wir trainieren ihn jetzt. Wir machen aus ihm einen guten Vampir. Oh, das ist auch ein Vampir. Ich möchte dir helfen. Ich weiß, ich habe einen Fehler getan, dich vielleicht zu verwandeln. Vielleicht war es ein Fehler, aber ich möchte dir helfen, in der Welt der Vampire zurechtzukommen. Lass mich dir helfen. Ich trainiere dich. Ich mache aus dir einen stärkeren Vampir. Naja. In der Theorie zumindest. In der Praxis bin ich halt noch nicht so erfahren darin, einen Vampir zu trainieren. Und wir haben schon wieder Durst. Komm, wir setzen uns noch ein bisschen zu den beiden. Und unterhalten uns noch ein bisschen mit ihnen. Damit wir mit den beiden einfach auch noch ein bisschen... Weil wir sind uns natürlich immer noch nicht sicher, ob wir ihnen wirklich vertrauen können. Aber wir versuchen natürlich. Das Verhältnis zu den beiden zu verbessern. In der Hoffnung. Mal gucken, ob die beiden Kinder haben wollen. Okay, sie können wir gar nicht fragen. Ich bin froh, dass du es angesprochen hast, Yara. Ich hatte die gleiche Idee. Ich werde eine Weile darüber nachdenken und dir dann Bescheid geben. Will er Kinder? Ja gut, die können wir zahlen. Das ist ja nichts bei dem Geld, das wir haben. Können wir unterwegs die Rechnung auch bezahlen? Ich weiß immer nicht, wo die ist. Oder müssen wir das von zu Hause machen? Rechnung bezahlen. Energiegeladene Sims, ja, von mir aus. Sie ist ja auch ab und an oder öfters mal energiegeladen. Ah, Lilith ist aktiv. Dann könnte man ja mit ihr sogar mal in ein Fitnesscenter gehen oder so. Aber bisher will sie eigentlich mit keinem von beidem. Also mit ihr will sie ab und an ein bisschen flirten. Aber mit ihm gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht. Wobei man könnte sich. Man könnte auch sagen, dass sie vielleicht am Ende mit einer Frau endet. Also ich bin da offen. Aber bisher hat sie halt immer eher mit Männern geflirtet. Na gut. So vielen hat sie nicht geflirtet. Sie wurde ja nur von Vladislav Straut manipuliert. Sozusagen. Hallo? Aber ich würde auch hier den Part, glaube ich, beenden. Dann können wir im nächsten Part wieder arbeiten gehen und dann werden wir im nächsten Part wahrscheinlich auch, sehr, sehr wahrscheinlich auch befördert. Es hat mir wieder riesen viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch dieses so ein bisschen spooky, düstere und auch ein bisschen abenteuerreiche gefällt euch auch. Und dass wir da so auch ein bisschen so mit diesen Urvampiren spielen, da mit Caleb und Vladislav Straut. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, hab euch lieb.